Ein herzerfrischendes Moin Moin an alle durchgeknallt und willkommen zurück zu Minecraft Live in the Woods. Ja, ich hatte gerade schon versucht aufzunehmen und hatte hier Probleme mit flackernden Texturen und dann war der Boden komplett durchsichtig. Ja. Kurz bevor ich aufgenommen habe, habe ich Java natürlich noch updaten müssen. Na gut, nicht müssen, aber ich habe es wohl die Tabu gemacht. Ja. Neue Version und ja, Probleme kann man nicht verhindern. So. Erstmal wieder auf die Felder was ernten. Ich kann es einfach nicht lassen. Aber die kann doch zum Beispiel bringen auch gut was zu essen. So, was macht das? Hatten wir hinten nicht. Was? Hä? Hat uns hier irgendwas das Feld zerstört, dass es nachgewachsen ist seit dem letzten Mal? Oder hatte ich hier nichts gepflanzt? Naja, kann mich auch um. So, was habe ich mir für diese Aufnahme denn vorgenommen? Ich wollte wirklich mal anfangen, das Haus zu bauen. Ich weiß jetzt, eine bessere Form zu bringen, als es jetzt ist. Weil in so einer Dreckhütte will man ja auch nicht ewig leben. So, schauen wir mal. Der Kürbis kommt weg. Hier was? Da Weizen ist fertig. Und ich überlege mir wirklich, ob ich hier oberirdisch so viele Felder anlegen will. Oder ob ich nicht wirklich was unterirdisch baue. Wobei, wenn wir unsere Bude in den Berg bauen, könnten wir auch obendrauf einen prima Dachgarten bauen. Oder wie man es nennen will. Terrassengarten. Whatever. So. Das kommt hier rein. Da haben wir auch ein paar. Den Kürbis brauchen wir erstmal nicht. Ja, ich sehe. Hier klingt gleich wieder rein. Ich kann es nicht lassen, ich weiß es. Manche wird es vielleicht nerven, manche nicht. Aber wie bauen wir diese Bude jetzt? Wollen wir uns noch weiteren Stein holen und das zu einer Steinbude umbauen mit Blöcken des Zimmermanns? Wobei, von Diorit haben wir jetzt nicht mehr so viel. Da müssen wir weiter unten noch ein paar Vorkommen ausbeuten. Wobei, konnte man sich Diorit nicht herstellen? Na prima, Nederquarz und so weit sind wir noch nicht mal. Aber zumindest hätten wir eine Quelle dafür. Ja, Meißel und sonst geht nichts. So, eins muss ich aber auch mal sagen. Ich bekomme schon einiges an gutem Feedback. Natürlich gibt es auch Spacken, oder wie auch immer man die nennen will. Wie soll ich sagen, die meinen bei mir um Abo zu bitten. Ja, wenn sie meine Folgen anschauen würden, würden sie wissen, ich gebe keine Abos. Ja, mal gucken. Oh. Leider nichts HD. Bis auf den normalen roten Fisch, aber immerhin. Na, wie gedacht, solche gibt es natürlich immer und überall. Wobei, da war auch schon ein Spezi dabei. Ja, das erzähle ich gleich mal. Ja, obwohl, nee, komm, erstmal beschreiben, wie sich so manche verhalten. Schreiben in die Kommentare, die würden mich abonnieren und Like auf das Video geben. Bei solchen Kommentaren warte ich erstmal 2 Tage, ob das Abo und der Like auch wirklich ankommen. Und wenn nichts ankommt, dann wird der Kommentar einfach gelöscht. Ja. Wer lügt, wird bestraft. So einfach sehe ich das. Und da soll man mir nicht sagen, YouTube würde das nicht schnell genug verarbeiten, das nicht anzeigen. Ja, ich bekomme schon wenige Minuten, würde ich mal sagen, nachdem ein Zuschauer eingeschaltet hat, den Aufruf bei meinen YouTube Studio Analytics angezeigt. Da soll man mir mal sorgen in Zukunft, wenn es denn mal einer macht, das ist YouTubes Schuld. Nee, ist es nicht. Du hast einfach nicht abonniert oder nicht geliked. Ach, nee. Und dieser eine Spezi, ich nenne ihn jetzt nicht beim Namen, das ist ja nicht meine Art. Das habe ich auch in den Kommentaren schon geschrieben. Ich will jetzt keinen bloßstellen oder hier einen Shitstorm den bescheren. Aber den Fall möchte ich mal beschreiben. Ja, natürlich wieder so einer, der meint,
zu schreiben, dass er abonniert und geliked hat, obwohl er es nicht getan hat. Dann schreibt er aber noch, dass ich innerhalb von 2 Tagen ihm ein Abo geben soll oder er deabonniert mich. Hallo? Dein erfundenes Abo kannst du dir sonst wohin stecken. Mit sowas kannst du mich nicht erpressen oder ködern. Ja, das war wirklich die Spitze des Eisbergs, was ich bisher erlebt habe. Ist die Frage, war das so oder so? Ja, wir wagen uns jetzt wirklich mal ran an diesen verdammten... Ja, wieder nochmal an diese verdammte Aufgabe, das Haus mal zu bauen. Und wenn wir hinten den Lagerraum bauen, müssen wir auch dort weiterziehen. So, ich bin auch froh, dass wir uns, ich weiß nicht, in der letzten oder vorletzten Aufnahmesession dann noch den Rucksack bauen konnten. Ja, denn den Riss will ich auch zeitnah, sage ich mal, in Angriff nehmen. Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Ja, kann sich sehen lassen. Bei Hammer und Meißel. Ne, den Meißel brauche ich nicht so. Da war das nochmal. Ja, damit kann man den Dreno teilweise auch umbauen. Hallo. Qualität jedes Mal eine Haltbarkeit. 28. Oh, ich sollte aufpassen. Ja, wir haben Toastbrot hier die Blöcke abbauen. Gute Idee. Nee, warte mal. Was wollten wir denn jetzt mal bauen? Den. Das sieht auch nicht schlecht aus. Ja. Gekauft. Zumindest vorerst. Ja, die Lücke dort drin schließen wir gleich wieder. Funktioniert aus, das bei mir nicht geben. So, und ich werde mal kurz die Lautstärke der Musik etwas hochdrehen. Wobei das Problem ist jetzt nur bei 2 Titeln, nämlich Nuance 1 und Nuance 2, dass die kaum zu hören sind, wenn überhaupt. Ja, und ich bin immer noch so faul gewesen und habe nicht Kevin MacLeods Musik entsprechend vorbereitet. Was wir jetzt erstmal machen, Diorit sammeln. Hier haben wir noch 2 Brocken. Im Haus haben wir garantiert auch noch was. Aber das kann ja nicht schaden, ein bisschen mehr zu haben. Wirklich, solche Spezies auf YouTube können ja die Kimme knutschen, wie es Hardy gesagt hätte. Aber ich weiß nicht, ob da der Neid spricht, aber egal was da spricht, wenn die Probleme haben, sollen sie sich an Experten wenden und nicht andere damit nerven. Mal kurz Licht machen, dass uns ja auch nicht überrascht. Komatiit, naja. Ich möchte das Haus nicht unbedingt in Komatiit bauen, das soll nur für Wege genutzt werden. Ich will das Haus doch ein bisschen... Ja, doch aus der Landschaft herausstechen lassen. Jedoch mit integrieren. Schwieriges Unterfangen. Das hat Gronkh auch. Er hat sich ja, sagen wir mal, davon überreden lassen, eine Wall zu bauen, wo er das doch nur scherzhaft gesagt hat. Tja, einmal was scherzhaft sagen, aber da muss man es machen, weil die Community und Ironie, das funktioniert selten. Das haben schon andere Let's Player versucht. So. Nein. Ach, zum Glück bleibt das liegen. Ich weiß nicht, gab es früher nicht mal eine Versionsreihe, wo das wirklich von oben bis nach unten durchgerutscht wäre auf den Treppen? Ja. Zum Glück passiert das ja nicht. Oh Gott. So. Und der Bug ist zumindest rum, aber bleibt hier oben. So, und eine erfreuliche Nachricht gibt es trotzdem, auch wenn ich solche Idioten-Kommentare bekomme. Oh, heißt. Nein, das ist nicht die gute Nachricht. Die gute Nachricht ist, Just Cause 3 läuft jetzt endlich mit einer vernünftigen Performance. Zumindest mit einer, die ich mit meiner Grafikkarte erwarten darf.
keine Ahnung, was dafür verantwortlich ist, ob das Grafikkarten-Update oder die Umstellung meines Virenscanners, weil ich muss mal sagen, G-Data ist ein guter Virenscanner, aber es gibt da eine Einstellung, die frisst ab und an ziemlich viel Speicher. Und dann hatte ich das Problem, dass der Speicherbedarf immer weiter gewachsen ist. Ja, dann habe ich mal kurz nach dem Prozess geguckt, der da so viel frisst. Habe mich im Internet erkundigt, was man abschalten müsste. Na gut, ich habe erst durchs Nachforschen des Prozesses herausgefunden, dass es überhaupt von G-Data kommt. Oh, Feder. Federn und rohes Hühnchen. Das ist doch was. Federn, können wir später noch machen. Ja, der schöne Bogen. Ich krieg immer noch nicht mein Schädel rein, wie viel Glück wir hier haben. Das ist wirklich ein Schrottteich. Bei, ja, Schrott kann man nicht sagen. Es ist ein, ja, ich lass mir noch einen Namen einfallen. Kronk hat seinen Florian Silbereisen Gedenkstrand oder wie er ihn nennt. Wo er ja immer sein Sand geformt hat. Zumindest in seiner, sagen wir mal, ersten Minecraft-Season. Beziehungsweise Staffel. Mann, was mache ich denn da? Das Brot wird doch nicht als Brennstoff verwendet. Mann, ja, quatschen und gleichzeitig einen Schwachsinn machen. Nicht mein Fachgebiet. Ja, und das Schaf versenkt mal wieder im Erdboden. So wie das Huhn das letzte Mal. Ja, die Tiere sammeln sich natürlich wieder alle in den Ecken. Genauso wie das Schwein. Doch leckt's mich doch am Arsch. Ja. Aber kommen wir noch zu Just Cause 3. Also wirklich, das Spiel macht Fun. Ich habe die Vorgängerteile gespielt und geliebt. Und ich werde auf jeden Fall den dritten Teil Let's Playen. Bei den anderen beiden bin ich mir nicht sicher. Just Cause 1 ist jetzt grafisch nicht mehr das Wunder. Gut, es sieht wirklich, würde ich sagen, besser aus als Minecraft. Aber, ja, was rede ich denn hier hinten rum? Ja. Ja, ich kann es nicht lassen. Aber, ja, die Auflösung ist dann doch wirklich so gering. Verschwinden hier Samen. What the fuck? Die Bären kommen natürlich auch noch rein. Mal kurz gucken, was können wir denn daraus machen? Mehl, Cinnamon, also Muskatnuss und Butter. Butter, wir brauchen noch Kühe. Hier. Oh. Kuchen. Jetzt braucht man Dorf. Zucker. Zucker hätten wir ja sogar. Bakeware, wie viel stellt denn der her? Auch nicht wenig. Und Dorf macht man aus Wasser, Mehl und Salz. It's on. Wir machen uns ein paar Kuchen. Nee, den lassen wir jetzt mal stehen. So, man mag es kaum glauben, aber ich lass mal den Kürbis stehen. So, den brauchten wir, den brauchten wir. Kacke. Ich weiß nicht, ob man daraus überhaupt Mehl machen kann. Das geht mit Reis, mit Weizen, Kartoffeln, geht mit allem. Was zumindest dem Getreide zugeordnet werden kann. Zack. Dann haben wir schon mal 7. Aber um nochmal auf Just Cause 3 zurückzukommen, beziehungsweise auf den Vorgänger. Ja, wie gesagt, der erste ist grafisch kein Wunder. Warte mal, oh, noch mal Wasserhalber. Und der zweite Teil, der ist zwar grafisch ansehnlich. Oh, falsch. Die ist auch dort oben drin. Ne, das ist nicht mehr. Einmal haben wir dort. Wir müssen uns erst wieder einen Eimer basteln. Mann.